Comedian, Sängerin und Schauspielerin Mirja Bös ist ein echtes Multitalent. Und genau deshalb sitzt sie auch beim Nachwuchspreis Das Schwarze Schaf mit in der Jury. Der Niederrheinische Kabarettpreis fördert neue Talente. Im Theater am Marientor wurden nun die 12 Kandidaten verkündet, die es in die Vorrunden geschafft haben. Die Kundgabe versetzt die 44-Jährige zurück in ihre Bühnenanfänge. Mit Duisburg verbinde ich vor allem mit dem Marientor-Theater mein erstes Bühnenprogramm. Also als ich auf die Stand-Up-Bühne gejagt worden bin von meinem damaligen Freund und es dann auch irgendwie funktioniert hat und dann RTL sagte, wir würden es gerne aufzeichnen, ist das hier passiert. Und ich habe es eben schon gesagt, ich kam hier rein und dachte, als ich schon das letzte Stück von der Autobahn, von der Schnellstraße fuhr, dachte ich, das ist schon aufregend, ne? Weil da fing es dann so an. Und dadurch, dass ich in Essen auch verbandelt bin mit dem Ruhrgebiet, ist das Ruhrgebiet für mich sowieso so eine zweite Heimat. Ist jetzt übertrieben, weil ich so viel arbeite, dass ich nicht so viele Heimaten schaffen kann. Aber ich bin öfter hier und bin immer wieder erstaunt festzustellen, wie schön das Ruhrgebiet eigentlich ist. Also dass man ein völlig falsches Bild davon auch hat. Ein völlig falsches Bild hat man auch vom Einstieg in die Comedy- und Kabarettbranche. Der ist nämlich gar nicht so einfach, egal wie viel jemand auf dem Kasten hat. Das weiß auch Mirja Bös, weshalb sie Talent und gerade auch Newcomer-Förderung so wichtig findet. Ich kann es jetzt natürlich mehr aus der Fernsehsicht sagen, aber es wird immer so auf das Routinierte zurückgegriffen, auf das, was wir schon haben, weil wir wissen ja, es funktioniert und dass es dringend neue Leute geben muss, weil ich immer gelernt habe, Konkurrenz belebt das Geschäft. Es gibt natürlich dann auch Kollegen, die sagen, ja, schaufel ich mir mein eigenes Grab, aber das ist so, jeder weiß ja, was er macht und wie es funktioniert und wie es gehen kann. Und ich finde es total wichtig, dass neue Leute kommen. Die Vorrunden werden im März des kommenden Jahres stattfinden. Für einige Kandidaten ist das die erste Gelegenheit, auf großen Bühnen zu stehen. Mit dem Hintergedanken, von einer professionellen Jury begutachtet zu werden, steigt jedoch der Druck. Ein Tipp gegen Lampenfieber hat Mirja zwar nicht, dafür aber eine Anekdote. Ich habe kein Lampenfieber gehen, ich habe Glück gehabt. Obwohl ich zugeben muss, bei meinem allerersten Bühnenauftritt, der damals bei Nightwash war, habe ich meinen Manager angeschrien, dass ich jetzt gehen würde oder mich würde mich jetzt sofort erbrechen. So, wenn es raus muss, muss es raus und dann auf die Bühne und sagen, komm, ist egal, es passiert nichts Schlimmes, es geht nicht um Leib und Leben. Um Leib und Leben geht es beim Wettbewerb Das Schwarze Schaf zwar auch nicht, aber der Gedanke, dass eine Größe wie Mirja Bös mit in der Jury sitzt, treibt dem einen oder anderen bestimmt den Schweiß gleich doppelt auf die Stirn. Wenn ich irgendwo bin bei Veranstaltungen, wo die ganzen bekannten Menschen sind, denke ich immer, boah, guck mal, die sind alle total berühmt. Ich könnte selbst eine Stalkerin werden, weil ich mir gar nicht so bewusst ist. Ich bin so, bei mir ist es so ganz kleinen Schritten gegangen. Na dann gibt es ja keinen Grund zur Aufregung.